Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Kuschel und heute informiere ich euch über den letzten großen Patch und was nun alles neu ist. Denn es haben sich eine Sache in Infinite Warfare Zombies, also Zombies in Spaceland, geändert. Vorweggenommen, es gab vor 2 Tagen circa einen Hotfix, mit dem gibt es nun COD Points in Infinite Warfare. Das heißt, ihr könnt euch nun für Geldkisten kaufen. Wuhu, mehr Pay to Win, weil das Game sowieso noch nichts gekostet hat. Das ist einfach unmöglich, meiner Meinung nach. Aber was ich von diesen ganzen Sachen halte, da kommt noch ein eigenes Video in den nächsten Tagen. Nun aber zum eigentlichen Patch im Zombie-Modus, denn hier wurde einiges zum Positiven verändert. Die wohl beste Veränderung betrifft den Brute. Dieser ist nun richtig einfach zu töten, denn seine Gesundheit steigt ab Runde ca. 30, 40 gar nicht mehr an. Das heißt, ihr könnt den Typ auch in Runde 100 plus ganz einfach mit ein paar Clips aus einer einfach verbesserten Wandwaffe töten. Außerdem soll es nun mehr Max-Ammos geben. Bang-Bangs haben weniger Rückstoß, Messern wurde verbessert und der Radiorekorder schädigt nun das Seticom nicht mehr. Was außerdem noch ein großer Vorteil ist, ist, dass wenn man solo nun vom Afterlife zurückkommt, dann kostet Lost and Found nichts. Man muss für seinen Token nicht mehr spielen und die Zombies brauchen länger zum Spawnen, sodass man einfach seine Sachen aus dem Anfangsraum wieder easier hochholen kann. Ja, zu guter Letzt kann man nun auch die Exquisite vor dem Haupt-Easter Egg machen. Und der Easter Egg Alien Boss soll nun auch weniger Gesundheit haben. Ja, alles in allem meiner Meinung nach sehr, sehr gute Veränderungen, außer natürlich die COD Points. Ich finde es super, dass der Brute nun weniger Gesundheit hat, weil es einfach nur noch ätzend war, ab Runde 60, 70, 80, ich glaube in Runde 90 bist du eine Stunde lang mit dem Typen im Kreis gelaufen und hast den anschießen müssen, weil du den einfach nicht töten konntest. Also super Veränderung, jetzt kann man auch wirklich auf Highrun spielen auf der Map. In dem Sinne denke ich auch, wir sehen die Woche noch eine 200 Solo. Ja Leute, das war's schon für den kleinen Infovideo. Vielen lieben Dank fürs Gucken und bis dann.